Heute vor 60 Jahren wurde einer der Hoffnungsträger einer demokratischen, freien, liberalen und das Recht sowie die Menschenrechte achtenden Gesellschaft ermordet. Die Umstände des Mordes an John F. Kennedy sind bis heute umstritten. Wer zu Recht an der These des Einzelmörders zweifelte, wurde von der CIA als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Nicht nur dieser Begriff, sondern auch die Rede, die John F. Kennedy am 27. April 1961 vor amerikanischen Zeitungsverlegern hielt, ist in unvorstellbarer Weise leider atemberaubend aktuell. Zum Gedenken an einen großen Mann, der diejenigen Hintergrundkräfte zu bekämpfen versuchte, die uns leider auch heute noch tyrannisieren, möchte ich daher Auszüge aus seiner Rede vorlesen. Meine Damen und Herren, Geheimhaltung ist abstoßend in einer freien und offenen Gesellschaft. Als Volk haben wir eine natürliche und historische Abneigung gegen Geheimgesellschaften und Geheimbünde. Die Nachteile einer übermäßigen Geheimhaltung übersteigen die Gefahren, mit denen diese Geheimhaltung gerechtfertigt wird. Es macht keinen Sinn, einer unfreien Gesellschaft zu begegnen, indem man ihre Beschränkungen imitiert. Das Überleben unserer Nation hat keinen Wert, wenn unsere freiheitlichen Traditionen nicht ebenfalls fortbestehen. Es gibt eine sehr ernste Gefahr, dass der Vorwand der Sicherheit missbraucht wird, um Zensur und Geheimhaltung auszudehnen. Ich habe nicht die Absicht, so etwas zu dulden, sofern dies in meiner Kontrolle liegt. Und kein Beamter meiner Administration, egal in welchem Rang, zivil oder militärisch, sollte meine Worte hier und heute Abend als eine Entschuldigung interpretieren, Nachrichten zu zensieren oder dezent zu unterdrücken, unsere Fehler zuzudecken oder der Presse und der Öffentlichkeit Tatsachen vorzuenthalten, die sie erfahren sollten. Wir haben es mit einer monolithischen und ruchlosen weltweiten Verschwörung zu tun, die ihren Einfluss mit verdeckten Mitteln ausbreitet, mit Infiltration statt Invasion, mit Umsturz statt Wahlen, mit Einschüchterung statt Selbstbestimmung, mit Guerillakämpfern bei Nacht statt Armeen am Tag. Es ist ein System, das mit gewaltigen menschlichen und materiellen Ressourcen eine komplexe und effiziente Maschinerie aufgebaut hat, die militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen verbindet. Ihre Pläne werden nicht veröffentlicht, sondern verborgen. Ihre Fehlschläge werden begraben, nicht publiziert. Andersdenkende werden nicht belobigt, sondern zum Schweigen gebracht. Keine Ausgabe wird in Frage gestellt, kein Gerücht gedruckt, kein Geheimnis enthüllt. Wir haben die Absicht, volle Verantwortung für unsere Fehler zu übernehmen, und wir erwarten von Ihnen, dass Sie uns darauf hinweisen, wenn wir das versäumen. Ohne Debatte und Kritik kann keine Regierung und kein Land erfolgreich sein und keine Republik kann überleben. Deshalb verfügte der athenische Gesetzgeber Solon, dass es ein Verbrechen für jeden Bürger sei, vor Meinungsverschiedenheit zurückzuweichen. Und genau deshalb wurde unsere Presse durch den ersten Verfassungszusatz besonders geschützt. Und so liegt es in der Verantwortung der Printmedien, die Taten des Menschen aufzuzeichnen, sein Gewissen zu bewahren,
der Bote seiner Nachrichten zu sein, damit wir die Kraft und den Beistand finden, auf dass mit ihrer Hilfe der Mensch zu dem werde, wozu er geboren wurde, frei und unabhängig. Ich verneige mich vor einem Politiker, der seine Integrität, Redlichkeit und Menschlichkeit mit dem Leben bezahlte. And there are even a few who say that it's true that communism is an evil system, but it permits us to make economic progress. Lass sie nach Berlin kommen. Let them come to Berlin. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Berlin applauded the president for the last time, for within a few months, the square would be still and silent and would be renamed in his memory.